Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und es geht heute mal nicht um Smartphones, sondern um das, was die Dinger können, nämlich richtig, richtig gute Videos machen. Damals mit meiner Hi8-Kamera war das noch eine andere Welt. Heute ist das wirklich für jeden möglich, gute Videos zu machen. Aber was mache ich dann damit? Ihr habt ein Urlaubsvideo oder ein Video von einer Geburtstagsfeier, ihr wollt das jetzt vernünftig schneiden. Klar habt ihr auf dem Smartphone kleinere Apps, aber da gibt es natürlich viel umfangreichere Apps. Die müssen auch nicht viel kosten, so wie Filmora 12 von Wondershare. Das stelle ich euch heute mal ganz kurz vor. Ja, grundsätzlich ist es, wie gerade eben schon gesagt, ein Videobearbeitungstool und das ist jetzt in der Version 12 rausgekommen und hat jetzt tatsächlich noch mehr Funktionalitäten für eure Kreativität und ist sowohl für Windows als auch für Mac verfügbar, also sprich, ganz egal, welches System ihr habt, ihr könnt es kostenlos herunterladen und kostenlos ausprobieren. Natürlich wird es dann kostenpflichtig, wenn ihr exportieren wollt und so weiter und so fort. Aber vom Grundsatz her gibt es wirklich eine unfassbare Anzahl von verschiedenen Möglichkeiten und da muss man natürlich immer ein bisschen abstufen, was braucht man wirklich und wo sagt man, okay, ich brauche vielleicht gar nicht die volle Funktionalität. Ja? Ich zeige euch nachher mal das Ganze im Detail, wie man wirklich in 30 Sekunden quasi ein Video zusammengestöpselt hat. Natürlich ein kleines, kurzes, aber man hat zumindest die Möglichkeit, das zu tun. Ihr seht hier auf der Website schon so ein kleines bisschen, was alles möglich ist. Ihr habt viele verschiedene Effekte dabei, müsst dann nichts mehr noch dazu kaufen, sondern es ist ein Komplettpaket, aus dem ihr dann quasi schöpfen könnt und das Ganze funktioniert nicht nur auf Windows und Mac, sondern ihr habt sogar auch eine Smartphone-Version, soweit ich weiß. Auch das ist möglich. Ihr könnt das Ganze synchronisieren und sichern in der Cloud, wenn ihr mögt, natürlich nur. Ihr könnt zusammen an Videos arbeiten. All das funktioniert letzten Endes. Aber ich will euch heute eigentlich eher mal so die Grundfunktionalitäten vorstellen, damit ihr mal ein Gefühl kriegt, wie einfach man mit diesem Ding wirklich ein Video aufpeppen kann. Und ich sag's schon mal vorweg, ja, wir werden nachher das Video zusammen machen. Ich bin auch kein Riesenexperte, was das angeht, aber ich will euch einfach nur zeigen, dass es wirklich super einfach ist. Und wenn ihr hier noch mehr Spezialdinge machen wollt, wie Speedramping oder Keyframing, ihr könnt natürlich auch hier verschiedene Optionen noch auf dem Bildschirm machen, ihr könnt Greenscreen benutzen, all das funktioniert, aber heute, wie gesagt, erstmal der Einstieg, easy, das Ganze ausprobieren, damit ihr einen Eindruck bekommt, was kann dieses Tool denn überhaupt mit euren Videos machen. Ja, und dazu legen wir los. Wenn ihr die Software heruntergeladen habt und installiert habt, dann habt ihr die Möglichkeit, das Ganze zu starten, ein neues Projekt anzulegen. Ihr habt die Möglichkeit, tatsächlich hier auch verschiedene Voreinstellungen zu wählen. Also je nachdem, wofür ihr es machen wollt, wenn ihr es für Instagram machen wollt oder für euch privat oder im 21:9 Kinoformat, whatever, da könnt ihr die Voreinstellungen nutzen und habt hier auch so ein paar Voreinstellungen oder beziehungsweise Vordefinitionen, die ihr noch nutzen könnt. Zum Beispiel Bildschirmaufnahme. Damit ist jetzt genau dieses Video, was wir hier gerade sehen, entstanden mit der Bildschirmaufnahmefunktion von Wondershare Filmora 12. Hier gibt es noch weitere Einstellungs- oder beziehungsweise Voreinstellungsmöglichkeiten, die ihr nutzen könnt. Vom Grundsatz her erstmal ist für uns aber jetzt neues Projekt anlegen und dann mal loslegen und genau das werden wir jetzt auch tun. Wir klicken gleich einmal oben auf neues Projekt und dann starten wir rein in die Arbeitsoberfläche und in das Filming. Und jetzt tauchen wir einmal ein in die Arbeitsoberfläche. Nur ganz grob mal skizziert, was kann man hier machen und welche Funktionen sind wo grob zu finden. Also links oben könnt ihr zunächst mal euer Video-Rohmaterial hinzufügen. Also die Videos, die ihr mit eurer Kamera aufgenommen habt oder auch mit eurem Smartphone könnt ihr hier reinziehen, die ihr fürs Projekt braucht letzten Endes. Hier haben wir auch die Möglichkeit noch in der Cloud nachzugucken, wenn ihr zusammenarbeitet und so weiter und so fort. Ihr könnt hier auch die Bildschirmaufnahmen nochmal hinzufügen bzw. auslösen. Ihr könnt hier auch über eure Webcam Content hinzufügen. All das lässt sich hier tun. Das ist sozusagen der Medienbereich, in dem sich eure Grundlagenmedien bewegen. Dann haben wir eine Möglichkeit, auf Stockfotos und Stockvideos zuzugreifen. Die seht ihr hier, die können wir dann einfach mit herunterladen und in unserem Projekt mitverwenden. Gleiches gilt auch für alle weiteren Dinge, die wir noch so haben. Hier in dem Fall Musik zum Beispiel. Auch da könnt ihr Musik mit in euer Projekt einbinden. Ihr habt die Möglichkeit, jede Menge verschiedene Titel mit einzubauen, die auch alle aus meiner Sicht zumindest sehr gut animiert sind. Also das macht wirklich schon was her, genauso wie die Übergänge. Da müsst ihr bei anderen Programmen teilweise noch viel Geld für auf den Tisch legen. Hier ist das alles mit enthalten und teilweise auch wirklich interessante und spannende Dinge. Machen wir uns aber nichts vor. Ihr könnt natürlich keinen Hollywood-Blockbuster hier mit abdrehen oder beziehungsweise bearbeiten. Aber ihr könnt viele verschiedene Dinge tun und vor allen Dingen habt ihr sehr, sehr viel Auswahl, was euch in eurem kreativen Sein, denke ich, eine vielfältige Anzahl von Möglichkeiten bietet. Wir können hier auch noch Follow Me oder beziehungsweise Subscribe-Buttons und so weiter und so fort hinzufügen. All das ist, wie gesagt, auch schon direkt mit enthalten.
Und ich zeige euch gleich im Anschluss dann mal, wie man das Ganze auch relativ einfach dann zusammenpacken kann. Wir haben zusätzlich auch noch Vorlagen mit an Bord, also sprich schon vordefinierte Sets, wo ihr quasi nur noch reinarbeiten müsst. Das macht das Ganze natürlich noch einfacher, als wenn ihr quasi aus der freien Kreativität heraus arbeiten müsst. Das ist der links oben der Block, wo wir sozusagen unsere Inhalte herbekommen. Ich formuliere es mal ganz grob so, ich glaube, das ist dann auch richtig. Dann haben wir hier einmal unseren Viewer, ich denke, so heißt das Ding, wo ihr quasi euren Videokonferenz dann angucken könnt, beziehungsweise das anschauen könnt, was ihr dann letzten Endes gemacht habt. Ihr könnt hier noch verschiedene Abschnitte definieren und so weiter und so fort. Das seht ihr jetzt hier. Dann bewegen wir uns nur noch innerhalb von diesem Abschnitt. All das lässt sich hier einmal kurz definieren, sodass ihr dann quasi genau in diesem Fenster auch arbeiten könnt. Das ist eine Möglichkeit, die euch dann das Live-Viewing von dem, was ihr getan habt, bietet. Und im rechten Bereich habt ihr dann, andere Hersteller nennen es Inspektor, wo man quasi Informationen zu dem einzelnen Content dann noch sehen kann. Rechts oben ist Exportieren, sowohl für einige Videoplattformen als auch für euren Rechner. Von eurem Rechner könnt ihr es dann natürlich auch auf jede beliebige Videoplattform letzten Endes hochladen. So, links unten ist aber eigentlich der Kernbereich unserer Arbeitsfläche, denn das sind die verschiedenen Ebenen, auf denen wir arbeiten können, beziehungsweise auch arbeiten müssen, denn dort könnt ihr euer Videomaterial reinladen, ihr könnt eine Tonspur hinzufügen, ihr könnt eine Effektspur hinzufügen, ihr könnt ein Overlay hinzufügen, ihr könnt auch noch zusätzliche Ebenen hinzufügen. All das funktioniert und lässt sich hier auch relativ einfach per Drag and Drop gewährleisten, denn ihr könnt einfach jetzt einen Content von oben nach unten ziehen, das Ganze verschieben, in der Länge anpassen, geht alles super schnell. Wenn ihr hier auf die Shortcuts zugreifen wollt, dann finde ich es ganz spannend, dass man hier sehr, sehr einfach auch alle möglichen Shortcuts, die man vielleicht noch braucht, hinzufügen kann. Manchmal gibt es natürlich auch jede Menge Tastaturbefehle, die ihr nutzen könnt, aber hier ist es wirklich super einfach gemacht. Einfach nur links draufklicken, was reinziehen und schon geht's los. Im rechten Bereich findet ihr dann Möglichkeiten, um innerhalb von eurer Ebenenfunktion dann noch zusätzliche Funktionalitäten zu aktivieren. Zum einen könnt ihr hier quasi euren Sound noch nachbearbeiten oder ihr könnt quasi auch das Snip-In oder Snap-In für die Bearbeitungsfläche aktivieren oder deaktivieren. Auch das lässt sich hier tun. Und dann könnt ihr natürlich auch die Größe der Ebenen noch beeinflussen, sodass ihr dann auch in die Details reingehen könnt oder auch ein bisschen weiter rauszoomen könnt und dann gegebenenfalls größere Abschnitte von eurem Film euch anzuschauen und zu bearbeiten. So, jetzt hat der Typ aber viel erzählt, jetzt gucken wir uns mal an, wie das Ganze denn überhaupt funktioniert. Also, wir haben jetzt hier das Video oder den Teil des Videos, den ihr ganz am Anfang gesehen habt, den habe ich hier jetzt mal als Rohmaterial reingezogen und wir fügen jetzt mal einen Titel hinzu. Wie gesagt, ganz einfaches Video, aber dafür geht es auch wirklich super, super schnell. Kleinen Text hinzugefügt. Ob das jetzt optisch ansprechend ist oder nicht, ist es ja nur eine von vielen Optionen im Bereich der Titel, also da können wir relativ viel machen. Dann gehen wir hin und verändern hier die Farbe, zentrieren das Ganze noch, machen es ein bisschen kleiner, damit es nicht so ganz auf dem Bildschirm ist, beziehungsweise nicht den kompletten Screen jetzt gerade beeinflusst. Wir ziehen es hier in die Mitte, da wird euch auch angezeigt, wo es zentriert ist. Jetzt haben wir es einmal genau mittig und dann haben wir hier den Text schon erstellt, machen wir es noch ein bisschen schief, damit es etwas dynamischer oder wie auch immer wirkt und schon haben wir quasi den Titel hinzugefügt. Jetzt können wir natürlich noch weitere Dinge machen. Zum Beispiel könnten wir jetzt, so wie wir das denn wollten, hier einen Cut hinzufügen, weil wir wollen an der Stelle, ihr habt es gesehen, einfach nur klicken, dann wird das Video in zwei geteilt, super einfach zu cutten. Wir wollen jetzt hier noch einen Titel hinzufügen, ein Intro, wie auch immer man das nennen möchte. Intro reingeklickt, einfach reingezogen. Ihr könnt es natürlich auch eine Ebene drüber legen, aber dann läuft es parallel zu eurem Video. Wenn ihr es hier mit reinzieht, habt ihr es quasi als separaten Zeitstrang, wenn ihr wollt. Und jetzt können wir hier den Titel natürlich auch ändern. Gucken wir mal, was schreiben wir rein. Nehmen wir mal hier viel Spaß mit dem Video. So, das Video packen wir mal in die dritte Zeile. So, haben wir das auch drin. Machen wir die einzelnen Schriftteile noch in einer ansprechenden Farbe. Und dann haben wir quasi ein kleines Intro sozusagen geschaffen. Jetzt gucken wir nochmal weiter, denn wir wollen das Intro natürlich nicht einfach so aufploppen lassen, sondern wir wollen es ein bisschen mit Übergängen versehen. Ans Ende packe ich natürlich meinen Lieblings-Outro-Übergang sozusagen, den ihr auch grundsätzlich bei allen meinen Videos seht, oder zumindest so ähnlich. Dann packen wir hier vorne noch die Übergänge mit dazu. Und was können wir sonst noch machen? Ja, lass uns doch oben noch so einen Effekt mit reinnehmen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht ganz passend ist, aber dann nehmen wir hier einfach so einen, ich sag mal, so einen leichten Feuereffekt. Ich vermute mal, das ist damit konkret gemeint. So, und dann haben wir im Prinzip schon ein kleines Video erstellt. Jetzt gucken wir, was können wir noch machen. Am Ende wollen wir natürlich noch, dass uns jemand folgt.
Deswegen machen wir jetzt hier noch so einen Subscribe-Button rein und dann sind wir im Prinzip auch schon durch. Weil das ist jetzt, und natürlich ist das jetzt ein super einfaches Video mit nicht viel Brimborium, sage ich mal, aber wir haben halt hier jetzt in, wie lange hat es gedauert? Keine 2 Minuten, zumindest aus einem sehr kurzen Video schon mal ein bisschen was gemacht, wo man was hinzugefügt hat. Und ich sage nicht, dass es schön ist, weil ich bin auch nicht so ganz kreativ, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber es ist zumindest was, wo ich euch mal zeigen kann, wie in was für einer kurzen Zeit ihr hier tatsächlich Effekte hinzufügen könnt. Und gerade wenn ihr da Anfänger seid, könnt ihr durch einfaches Drag and Drop hier wirklich richtig schnell ein Video machen. Und wenn ihr euch mehr Zeit lasst und natürlich noch mehr Mühe gibt, dann kann man natürlich auch richtig gute Videos daraus machen, die nachher optisch ansprechend sind, gerade wenn es so in den Bereich von Urlaubs- oder Geburtstagsvideos und so weiter geht, wo ihr dann die Chance habt, da wirklich auch umfangreiche Dinge zu machen. Ihr habt hier auch noch viele, viele Profi-Funktionalitäten, die will ich euch jetzt gar nicht heute zeigen, die könnt ihr auf der Internetseite nochmal nachschauen. Das ist dann was, wenn ihr nicht nur Einsteiger seid, sondern ein bisschen stärker schon einsteigen wollt. Zum Beispiel gibt es da verschiedene Greenscreen-Optionen und so weiter und so fort. All das könnt ihr dann nutzen, wenn ihr etwas ausgereifter arbeitet. Ja, und während im Hintergrund das Video läuft, was wir gerade eben erstellt haben, vielleicht mein kurzes Fazit zu Filmora 12 von Wondershare. Ich muss sagen, ich finde das Tooling für den Preis von 69 € für die Vollversion absolut fair. Also da gibt es nichts zu deuteln. Wenn ihr da die Profi-Funktionalitäten nutzen wollt, könnt ihr sie nutzen, aber ihr habt auch die Möglichkeit, relativ einfach auf Dinge zuzugreifen. Das finde ich halt das Spannende. Es lässt sich sowohl für den Profi als auch für den Einsteiger schnell ein Video erstellen und das ist halt das, was das Ding auszeichnet. Einfache Bedienung und viele Toolings, die schon mit an Bord sind. Danke euch fürs Zusehen. Alexa, Kamera aus. Okay.